Frauenmantel leer. Darum geht's heute. Hallo und willkommen bei Kosis Deko-Tipps. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's um einen Frauenmantel. Erstens ist es so eine schöne Gartenpflanze. Man kann es super verwenden und sie ist einfach ein gigantisches Heilmittel, eine Heilpflanze. Der Frauenmantel hat ganz viele Namen und unter anderem Gewitterkraut. Und das war früher so ein Brauch, ein Aberglaube, dass man aus dem Frauenmantel einen Kranz macht, ans Haus hängt und dann ist man verschont vor Blitzeinschlägen. Und das machen wir jetzt leer. Wir machen jetzt einen Frauenmantelkranz, weil es einfach so schön ausschaut. Und wenn dann noch so eine Bedeutung dahinter steckt, das ist doppelt nett. Wish that I could stay, wish for this moment to never go away. But it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the mist. Ja, richtig schön. Last year we went to the eye. I remember your smile reflecting the light. Didn't care what tomorrow would bring. There was only right now, the sun was alive. I can still see you walk down the shore, holding in all the secrets, kept me waiting for the answer. The answer. We can do it all again. I know. Somewhere down the line we're meant to come back home. We can do it all again. Fertig sind unsere Frauenmäntelkränze und sie sind so schön geworden. Aber was so super ist, es ist so schnell und so einfach gegangen. Man konnte natürlich das viel aufwendiger machen und immer so kleine Büschel machen mit Frauenmantel. Aber ich will es ja immer so schnell und einfach wie möglich machen, dass das jeder nachmachen kann. Und das schaut einfach genauso lieb aus, als wenn man es umständlicher macht. Den hängen wir ans Haus, damit kein Blitzeinschlag. Und das da schaut einfach so lieb aus. Das legen wir ins drinnen auf so ein kleines Bankerl leer. Das tun wir jetzt. Und nachher machen wir eine Frauenmantel-Tinktur und einen Frauenmantel-Tee, weil ich möchte gern kosten, wer das schmeckt. Weil eigentlich habe ich noch nie einen Frauenmantel-Tee getrunken, was eigentlich eine Schande ist, weil wir haben das vor die Haustüren und nutzen das so wenig und es tut uns einfach so gut und wirkt gegen so viele Sachen. Und anstatt dass man zu Tabletten greift, ist es einfach besser, man probiert es vorher mit den Pflanzen. Tabletten kann man dann immer noch nehmen, wenn das nicht hilft, aber meistens hilft es. Natürlich hält das so in der Form nicht lang, aber es trocknet sicher genauso lieb. Das hat man auch beim Kräuterherz gesehen.
das schaut in getrockneter Form auch so lieb aus. Und man muss das einfach sehen wie ein Blumenstrauß, den man sich wohin stellt, der hält ja auch nur ein paar Tage. Und ich finde, wenn die Sachen lieb trocknen, dann hat man viel länger was davon als vor einem Blumenstrauß. Und so schnell wird die Grenze zum Machen gegangen, ist es dann auch egal, wenn es nicht so lang hält. Und jetzt machen wir was für unseren Körper. Das war ja jetzt der Garten-Frauenmantel, Alchemilla mollis. Aber es gibt ja den wüden Frauenmantel, der wächst in die Wiesen bei uns. Das ist der Alchemilla vulgaris, gell? Das ist einfach der wilde Frauenmantel, der bei uns in die Wiesen wächst. Und das ist das eigentliche Heilkraut. Und das hole ich mir ins Herz. Und der Markus weiß, wo das wächst. Und bitte, du zeigst mir wo, weil da machen wir dann einen Tee, Markus. Und eine Tinktur. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. Ich habe ja schon gesagt, der Frauenmantel, der hat so viele Namen, unter anderem aller Frauenheil, Marienmantel, Gottes, Mutter Gottes Mantel, dann Gewitterkraut, Alchemistenkraut und noch viele mehr. Aber Alchemistenkraut das ist, weil der Frauenmantel, der bildet selber an so Wassertropfen, die dann zu einem Tropfen in die Mitte haben. Manns am Vormittag Frauenmantel schauen geht, da sind viel so Wassertropfen oder ein Tropfen, der zusammenrinnt in die Mitte. Und das war halt so früher das Wundermittel, weil der Frauenmantel bildet den Tropfen selber. Das ist sozusagen ein destilliertes Wasser. Und deswegen heißt es ja Alchemilla vulgaris, Alchemilla Alchemistenkraut, weil die Alchemisten halt drauf glaubt haben, dass das ein Wundertropfen ist. Dann natürlich Frauenmantel, weil es blatt ausschaut wie so ein Mantel. Und aller Frauenheil, weil es halt das Frauenheilkraut ist. Es wirkt gegen Menstruationsbeschwerden, gegen PMS. Das hat die Frauenärztin von der Lea ihr empfohlen, dass Frauenmantel die trinken sollte. Dann gegen Wechseljahrebeschwerden, gegen Hitzewallungen. Und wir haben uns jetzt gemacht eine Tinktur. Das bleibt jetzt ungefähr 3 Wochen stehen, hell, aber nicht in der prallen Sonne. Und dann schüttelt man halt immer wieder. Dann werden die Wirkstoffe da ausgezogen aus dem Frauenmantel. Und wir haben uns gemacht einen Frauenmanteltee, auf den bin ich jetzt schon gespannt. Frauenmantel hat Inhaltsstoffe, Bitterstoffe, deswegen ist es auch gut bei Magen-Darm-Beschwerden. Also wenn man Durchfall hat, Blähungen, da hilft Frauenmantel. Dann hat es Saponine als Inhaltsstoff. Das ist immer gut, wenn man Erkältungskrankheit, also wie Husten hat, alles, wo man einen Schleim loswerden also gegen Husten, Rachenerkrankungen ist das gut. Dann ist Muttermilch fördernd. Das ist sicher auch oft interessant für viele stillende Mütter, die zu wenig Milch haben, können sie das probieren. Oder wenn man einen Kinderwunsch hat, sollte man Frauenmanteltee trinken und es funktioniert nicht, ist das ein Tipp, den man probieren kann auf jeden Fall. Und beruhigende Wirkung. Der Markus hat gesagt, Antioxidantien, also ein Thema bei Krebserkrankungen.
und Hautirritationen. Also auch wenn man Hautprobleme hat, kann man Frauenmanteltee trinken. Also es ist wieder so ein Allheilmittel. Und ich, wir, der Markus und ich, wir haben gestern gerade diskutiert, weil er hat einmal gelesen, es ist besser, man konzentriert sich auf ein paar Kräuter und nimmt das ganze Jahr. Ich persönlich, also ich finde wirklich, das ist mein Gefühl und so handhabe ich das auch. Ich nehme immer das, was gerade aktuell ist. Also so wie, wenn jetzt Rosen blühen, dann freue ich mich, dass die da sind, dann mache ich mir gleich was. Dann halt immer jahreszeitenmäßig, was halt gerade zur Verfügung steht von der Natur her. Ich bin eher der Meinung, aber das kann ja jeder so machen und ja, da wäre er will. Ausschaut er da gut? Und schmecken da besonders gut aus der Teeschale dann. So der Tinktur noch, man sollte immer einen Alkohol nehmen, der mindestens 40% Alkoholgehalt hat. Dass ich wieder mit dabei war. Ich hoffe, ich habe mich inspirieren können zum Deko selber machen, Grenze binden, wo wirklich manche Hemmungen haben und glauben, sie kennen es nicht. Aber ich habe es gesehen, das kann jeder. Und natürlich, dass wieder mehr die Heilkräuter verwendet, weil das ist so wertvoll und wir haben es vor die Haustüren und es ist wertvoll, dass es wieder mehr setzt in ihre eigenen Gärten, weil ich es nicht nur selber davon was habt, sondern auch die Artenvielfalt, die Wildbienen, die Schmetterlinge, die Insekten, die heimische Insektenwelt ist dankbar, wenn es wieder mehr so Pflanzen in den Gärten und in der Natur gibt. Und wenn wir selber dann auch noch was haben davon, ist das doch eine Win-Win-Situation für jeden. Also danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Noch einmal. Ich neige zu Wort- und Satzwiederholungen. So bin ich. Also, ich freue mich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Ich freue mich voll, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Und wenn ihr mein Video liked und natürlich freue ich mich, wenn ihr bei uns in den Webshop reinschaut. Da gibt es immer die Produkte, die wir verwenden und damit unterstützt uns natürlich extrem. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute und ciao. Lea, das werden wir gleich an Markus bringen, weil der hat ein bisschen heiß, weil er gestern. Das ist immer super, wenn man sowas dann gleich hernimmt, weil dann breitet sich das nicht aus. Das ist meine Meinung. Und ich fahre gut damit. Ich habe gehört, du hast Halsschmerzen. Da habe ich was Wirkungsvolles für dich. Aha. Bitteschön. Schaut schon mal gut aus. Röhrenblatt. Kaum. Kaum. Alles gut. Ja. Und vor allem gut für dein Hals. Mhm. Danke. Gute Idee. Gell? Manchmal habe ich eine gute Idee. Immer. Es regnet, zwar nicht stark, aber es ist alles schon ein bisschen nass. Aber Gewitter wird keins kommen, dann gehen wir vorher eine so Druckland damals auch nicht. Und so der Toaster, der Markus, macht sich, glaube ich, ein zweites Frühstück.